Mit einer Kalkulationssoftware erstellen sie nicht nur Ausschreibungen und Offerten, die perfekt auf die Kosten von ihrer Firma abgestimmt sind, sie erstellen sie auch schneller und viel flexibler als manuell. Sie haben eine bessere Übersicht über ihre Gewinnspanne, können mehr Positionen nutzen und kalkulieren viel genauer als von Hand oder mit Excel. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie von der Kalkulation profitieren können und welchen Mehrwert Sie daraus ziehen können. Fangen wir doch gleich mit der ersten interessanten Funktion an. Mit der Sorba-Kalkulation können Sie ganz einfach unterschiedliche Zuschläge erfassen. Damit haben Sie die volle Kontrolle über den Gewinn von einem Projekt. Bei einem Projekt wollen Sie beispielsweise eine Marge von 15% und wählen den Komfortpreis. Bei einem anderen aber, für den Sie unbedingt den Auftrag haben wollen, wählen Sie den Kampfpreis und kalkulieren knapp am Break-Even. Neue Zuschläge erfassen Sie ganz einfach. Unter Kalkulieren wählen Sie Zuschläge ändern. Wir erstellen jetzt über Neuer Zuschlag auf den Inventarkosten unseren ersten eigenen Zuschlag. Dem geben wir den Namen Komfort. Wir erhöhen jetzt hier die prozentualen Zuschläge auf den einzelnen zugehörigen Kostenpositionen, wie den Verwaltungskosten, Geldkosten sowie unsere Gewinn- und Verlustmarge. Da kommen wir jetzt auf einen Zuschlag von 50% auf den Basiskosten. Unser zweiter Zuschlag, Standard, ist ein bisschen gemäßigter. Hier erfassen wir weniger höhere Aufschläge, sodass wir auf einen Zuschlag von knapp 30% kommen. Schlussendlich noch unseren Kampfpreiszuschlag, der nur das absolut Nötigste enthält. Hier wollen wir jetzt einen Zuschlag von knapp 20% erreichen. Sind die Zuschläge erfasst, können wir jetzt in der Kalkulation die überall fürs Inventar verwenden. Mit grau hinterlegt sehen wir das Inventar von dieser Position. In der Spalte Zuschlag finden wir jetzt unsere Zuschläge, die wir soeben erstellt haben. Durch die können wir jetzt ganz einfach durchwechseln. Wir sehen so direkt, wie sich der Preis der Position verändert. Neben den einzelnen Positionen können Zuschläge auch über das ganze Devi hinweg erstellt werden, sodass Sie schnell die Marge von Ihrem Projekt steuern können. Mit der Funktion Kalkulation von können Sie Ihre Offerte auf Basis von Referenzobjekten oder vom Verband kalkulieren. Haben Sie beispielsweise schon mal ein Projekt mit einem ähnlichen Umfang oder einem ähnlichen Ort durchgeführt, bietet es sich an, auf gewisse Teile der bereits durchgeführten Projekte zuzugreifen. Dafür existiert die Funktion Kalkulation von. Da können Referenzobjekte oder Kataloge gewählt werden, auf deren Basis Sie Ihre neueste Kalkulation durchführen können. Bei diesem Projekt wählen wir als Beispiel das Projekt EFH Müller und das Kapitel 314 als Basis. Mit einem Doppelklick wählen wir jetzt die Positionen, die wir übernehmen möchten. Die werden jetzt direkt in unser Devi übernommen und können selbstverständlich noch angepasst werden. Damit sparen Sie einiges an Zeit, weil Sie die Elemente nicht bei jedem Devi erneut erstellen müssen, sondern auf Ihre bereits erstellten Elemente von vorherigen Devis zugreifen können. Eine weitere hilfreiche Funktion sind Umlagen. Mit Umlagen können Sie Ihre Offerten sozusagen aufbessern. Sie verschieben die Kosten von einer Position zu einer anderen. In der Summe bleibt die Offerte aber genau gleich teuer. Um eine Umlage zu erfassen, muss ein Fremdleistungszuschlag auf dem Projekt vorhanden sein. Wir fassen jetzt unseren Zuschlag mit dem entsprechenden Faktor. Wir wählen die Position, auf der wir eine Umlage erfassen wollen und können jetzt im Reiter Kalkulieren unter Neue Kalkulationsumlage eine Umlage erstellen. In unserem Beispiel reduzieren wir den Preis um 10 auf 175. Multipliziert mit der Menge von 5 ergibt das eine Differenz von 50. Die Position wird jetzt also 50 Franken günstiger auf der Offerte angezeigt. Die erfasste Umlage sehen wir jetzt unten in gelb hinterlegt aufgelistet. Weil unsere Offerte jetzt 50 Franken zu günstig ist, setzen wir die Differenz bei einer anderen Position wieder ein. Dafür wählen wir jetzt eine Position und klicken auf Kalkulationsumlagen bearbeiten. In diesem Fenster sehen wir jetzt unten im Bereich Totalumlagen alle bisher erfassten Umlagen. Oben können wir jetzt die vorher erfasste Umlage auswählen. Wir tragen jetzt einen neuen Preis ein. In diesem Fall 175, was mit der Menge 5 multipliziert eine Differenz von 50 ergibt.
Wenn wir jetzt auf Umlage setzen klicken, wird die Umlage erfasst und erscheint bei der Positionsumlage. Da erscheinen jetzt alle Umlagen, die auf dieser Position erfasst sind. Im Bereich Totalumlagen sehen wir, dass unsere Umlage jetzt ausgeglichen ist. Es sind also bei einer Position 50 Franken abgezogen worden und bei dieser Position wieder zugerechnet worden. Das sehen wir auch, wenn wir die beiden Positionen anwählen, gelb hinterlegt im unteren Bereich. Damit Sie Übersicht über alle Ihre Umlagen erhalten, können Sie unter dem Reiter «Drucken» eine Übersicht über alle Umlagen generieren lassen. Die können Sie auch direkt ins Excel exportieren. Mit der kostenlosen Erweiterung «Sorba Lieferantenpreisliste» haben Sie direkt in der Kalkulation und vielen weiteren Modulen Zugriff auf die Artikel von Ihren Lieferanten, wie beispielsweise der HGC, Jumperlin, BMS und weitere. Wenn die Erweiterung bei Ihnen aktiviert ist, muss im Bereich «Fenster» das Häkchen bei Lieferanten gesetzt sein. Jetzt können Sie ebenfalls nach Material suchen und das direkt in Ihre Kalkulation übernehmen. Es sind bereits über 200'000 Artikel verfügbar, wo Sie unkompliziert direkt mit allen Informationen in Ihre Kalkulation übernehmen können. Sie beziehen so reale Bruttopreise und können somit Ihre Kalkulation noch näher an den Effektivpreisen durchführen. Die nächste praktische Funktion mit dem Namen «Verwandte Analysen» ermöglicht Ihnen, für nicht kalkulierte Positionen eine passende Analyse zu finden. Wir sehen hier in unserer Kalkulation die folgenden Positionen. Als Beispiel kalkulieren wir jetzt die oberste Position anhand der Analyse vom Verband. Die Analysen der Verbände sind so strukturiert, dass nicht bei jeder Position eine Analyse hinterlegt ist. Wir können aber über die verwandte Analyse trotzdem die Analyse der umliegenden, ähnlichen Positionen dafür verwenden. Dafür gehen wir zu den Kalkulationseinstellungen und wählen im Bereich der Einstellungen für die verwandte Analyse eine höher gelegene Stufe. In dem Fall, statt wie momentan Detailposition mit der Stufe 7, wechseln wir auf Unterposition mit der Stufe 6. Da wir die Position 121 kalkuliert haben, fällt die Position 123 unter die gleiche Unterposition, was in dem Fall alle 120er Positionen wären. Position 131 gehört da beispielsweise nicht dazu. Wir können die verwandte Analyse aber auch auf diese Position erweitern. Dafür gehen wir erneut die Kalkulationseinstellungen und wählen Hauptposition mit der Stufe 3. Da haben wir jetzt alle Positionen mit der gleichen Hauptposition aufgelistet, was alle im 100er Bereich sind. Wir wählen jetzt eine Position an und sehen, wie die verwandte Analyse jetzt auch auf dieser Position angewendet werden. Die Funktion ist übrigens nicht nur für einzelne Positionen möglich, sondern kann auch via Offerte kalkulieren über die ganze Offerte hinweg angewendet werden. Das sind jetzt nur einige von den Funktionen gewesen, welche die Kalkulation von Sorba bietet. Erstellen Sie schneller Offerte und sehen Sie bereits im Voraus, ob das Projekt für Sie rendiert und verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz. Mit der Kalkulation haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Projekt und über die Gewinnspanne von denen. Möchten Sie selber sehen, welche Vorteile Kalkulation haben kann? Gerne beraten wir Sie persönlich. Kontaktieren Sie uns!